Diese Maßnahme hat laut Peter Stöger aber nur sportliche Gründe. Alle Neustädter sind fit, daher ist im Moment unter anderem für Edin Salkic kein Platz im Kader, sondern eben nur auf der Tribüne. Nach 4 Minuten gibt es diesen Freistoß für Wiener Neustadt. Und Şimkoviç überprüft, ob Sturmgoalie Cavlina hellwach in die Partie gestartet ist. Und auch der folgende Eckball ist nicht schlecht gespielt. Pollhammer hat Platz für diesen Kopfball. Wiener Neustadt ist in den ersten Minuten sehr engagiert, durchaus druckvoll nach vorne orientiert und Sturm wird früh attackiert und tief in der eigenen Hälfte beschäftigt. Und auch der Wiener Neustädter 16er wird gut verteidigt, wie in dieser Szene, in der sich sogar die Konterchance bietet. Und der Konter wird schnell gespielt. Wird gut gespielt. Wer hat sehr gut gespielt? 1:0 für Wiener Neustadt. Serkan Ciftci trifft nach 8 Minuten. Pollhammer spielt den Ball steil aus der eigenen Hälfte heraus. Daniel Wolf leitet ebenso schön in die Mitte weiter und Ciftci macht sein erstes Bundesligator. Und ganz klar, ein zufriedener Trainer sieht anders aus. Aber nach knapp 20 Minuten beginnen dann die Grazer Spielanteile zu sammeln. Sturm übernimmt die Initiative. Aber ohne das Tor von Wiener Neustadt-Goalie Jörg Siebenhandl zu gefährden. So wie auch hier nach diesem von Kainz und Weber an sich schön gespielten Doppelpass. Wiener Neustadt verteidigt gut. Dann die 36. Minute. Freistoß für den Meister, Jürgen Säumel. Der findet den Kopf von Burgstaller. Glück für Wiener Neustadt. Thomas Burgstaller hier mit dem perfekten Absprungtiming. Der Graz ist klar früher am Ball als Siebenhandl. Harter, fairer Zweikampf, aber kein Foul. Wieder einmal bleibt Sturm hängen. Wiener Neustadt mit der Führung im Rücken. Kombiniert gefällig, kombiniert recht sicher. Klopf. Wolf. Der wird von Burgstaller viel zu zögerlich attackiert. Wolf kann sich lösen. Şimkoviç. Noch immer Şimkoviç. 2:0 für die Niederösterreicher. Und wieder leistet Daniel Wolf die tolle Vorarbeit. Goalie Cavlina zögert und daher setzt sich Şimkoviç durch und erhöht zu diesem Zeitpunkt überraschend auf 2:0. Überraschend, aber nicht unverdient. Sturm hat die letzten 7 Duelle mit Wiener Neustadt alle gewonnen und jetzt das. Foda reagiert, bringt Haas für den schwachen Bodul und Bukwa für Wolf. Aber an der Charakteristik des Spiels ändert sich auch nach Seitenwechsel nichts. Sturm ist viel zu behäbig, viel zu fehlerhaft und Wiener Neustadt ist wie das Wetter. Eiskalt. Günther Friesenbichler stellt nach 62 Minuten auf 3:0. Tolle Übersicht und der perfekte Pass von Şimkoviç. Und Günther Friesenbichler ist der nächste Premierentorschütze in dieser Partie. Die Wiener Neustädter halten nach 62 Minuten 3 Punkte ganz fest. Und noch beeindruckender als die kompakte Leistung ist heute nur die Effizienz vor dem Tor. Und bei Sturm, da ist mittlerweile auch Samir Muratovic auf dem Feld. Und der probiert es dann hier nach Pass von Burgstaller. Und Mario Haas verkürzt auf 1:3. Noch 20 Minuten zu spielen. Haas trifft, weil Siebenhandl den Ball nach vorne wegspringen lässt. Aber dieses Tor ist zu wenig, denn Wiener Neustadt gewinnt mit 3:1. Und die Grazer bleiben heuer weiter ohne Auswärtssieg. 8-mal. Hat man es bisher probiert, 8-mal ist es nicht passiert. Es ist einfach eine einfache Leistung für uns, speziell erste Halbzeit. Man kann immer ein Spiel verlieren, aber wie wir heute verloren haben, ist sehr, sehr bitter. Und man kann sich eigentlich nur bei den Fans entschuldigen für unser Spiel heute, weil die Art und Weise, was wir heute an den Tag vollführt haben, das geht überhaupt nicht. Also es war wirklich sehr organisiert, unser Spiel. Ich denke, wir haben wenige Chancen zulassen. Bis auf den Kopfball auf die Latte, glaube ich, es war Standard. Sonst fällt mir jetzt nicht viel ein. Ja, wenn das jedes Mal so aufgehen würde, wären wir immer sehr glücklich. Wir haben heute unsere Möglichkeiten auch wirklich verwertet, die wir gehabt haben. Und daher jubeln heute alle über den allerersten Erfolg gegen Sturm Graz seit dem Aufstieg in die Bundesliga.